Hallo liebe Camper, einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch und ich habe jetzt mal kurz die Zeit genutzt und möchte mich auch mal äußern zu dem Thema oder nochmals äußern. Ich habe ja schon ein paar Mal ein Video drüber gemacht, über Lithium-Wechselrichter und die ganze elektrische Ausstattung, Booster, Solaranlagen, was man alles tun kann im Wohnmobil, für was man das alles braucht. Und da wollte ich euch mal ein bisschen mitnehmen. Jetzt nehme ich euch mal auf die Hand und werde euch mal hier rüber in unser Regal führen. Und da fangen wir einfach mal an mit dem Thema Lithium. Wir haben zig verschiedene Lithium-Akkus, die auf dem Markt sind und jeder erzählt da ganz wilde, oder nein, nicht wilde, sondern eben die ein oder anderen Vorteile, wo er drauf Wert legt oder wie man das Ganze beurteilen soll. Und meiner Meinung nach wird aber auch vieles erzählt, wo ich ja gut finde auf der einen Seite und auf der anderen Seite muss man immer abwägen, für was und was man damit anstellen will und für was man das, dass man es braucht. Und von dem her bin ich ein Typ oder Mika Caravan so eingestellt, dass wir nicht pauschal sagen, du brauchst das Dach voller Solar, du brauchst so und so viel Lithium, du brauchst so und so einen großen Wechselrichter, sondern wir schreiben ein Wort ganz groß und das nennt sich Bedarfsanalyse. Bedarfsanalyse heißt, ich muss doch erstmal mit euch, mit dem Kunden, drüber reden, was möchte denn der Kunde erreichen? Was möchte der Kunde haben? Wie lang möchte er autark stehen? Was möchte er betreiben? Soll ich ihm einen 3000 Watt Wechselrichter verkaufen, wenn er nur seine E-Bikes damit laden will und überhaupt keine Kaffeemaschine, Thermomix oder weiß der Teufel mitnimmt? Nein, werde ich nicht tun. Jetzt kann man zu mir sagen, du bist dumm, weil man muss doch an sich denken. Nein, muss ich nicht, sondern ich muss in erster Linie an den Kunden denken und an dessen Bedürfnisse, die sich sicherlich vielleicht irgendwann mal ändern können. Auch das wird in unser Gespräch immer mit einfließen, was in Zukunft eventuell mal in Frage kommt. Aber es gibt eben einfach Menschen, die klipp und klar sagen, wenn ich mit dem Wohnmobil unterwegs bin, möchte ich meine Bikes laden, aber ich möchte definitiv nie eine Kaffeemaschine mitnehmen oder sonstiges. So, dann gibt es hier verschiedene Arten von Lithiumbatterien. Es wird immer öfter im Netz darüber gesprochen, oder drüber diskutiert oder drüber philosophiert, über diese Dauerstromentnahme. Was ist eine Dauerstromentnahme? Um das eigentlich erst einmal klar zu definieren, sollte man eigentlich erst einmal das Wort Dauer definieren. Was ist denn Dauer? Dauer, ist es eine Stunde, ist es drei Stunden, ist es acht Stunden, ist es 24 Stunden? Von welcher Dauer sprechen wir denn da? Das ist nämlich definitiv schon mal nicht klar definiert. Die meisten Lithium-Akkus haben eine Dauerstromentnahme von 150 Amperestunden. 150 Ampere. Jetzt kann man sagen, okay, ich habe die beste, weil ich habe 200 Ampere. Mag sein, dass das natürlich ein toller Wert ist, wenn die 200 kann. Nur frage ich mich dann wiederum im Gegenzug, wenn ich eine 100 Amperestunden, wie jetzt hier eine steht, da ist er, 100 Amperestunden Akku habe, warum sollte ich aus diesem Akku 200 Ampere rausziehen? Man muss immer überlegen, bei 200 Ampere, was ich da alles miteinander betreiben muss, damit ich 200 Ampere zusammenbringe. Also eine Kaffeemaschine, wenn ich mir einen Cappuccino rauslasse, dann läuft der Cappuccino 10 Sekunden, für diese 10, 15 Sekunden, wo die Tasse voll läuft, braucht die maximal 130, 140 Ampere. So, jetzt bin ich wieder bei dem Punkt Dauerstromentnahme, weil 10 Sekunden, 15 Sekunden, 20 Sekunden ist definitiv keine Dauer. Also kann das alles, was hier steht, kann das.
Also die drei hier, wo hier stehen, die haben alle 150 Ampere Dauerstromentnahme. Die einzige, die 200 hat, ist hier die Super B. Die haben 200. Klar, kosten aber auch um ein Vielfaches mehr. Ich persönlich sage, es gibt für mich eigentlich ganz andere Werte, die hier in dem Lithium-Bereich eine maßgebliche Rolle spielen. Also zumindest in meiner Beratung und in meinem auch mein Dafürhalten. Nämlich, das ist ein ganz großer Punkt, Service. Denn was nützt mir denn der beste Akku die tollste Kapazität, wenn ich nicht den richtigen Service dahinter habe? Das heißt, ich möchte, wie zum Beispiel hier bei der Batterie, 5 Jahre Garantie. Natürlich auch diese hat 5 Jahre Garantie, aber auch die Bultron hat 5 Jahre Garantie. Super B hat leider keine 5 Jahre Garantie. Aber bei den drei hier unten weiß ich, dass ich zum Beispiel hier jemand immer telefonisch erreiche. Bei der WCS rufe ich bei WCS an, rufe in Götz an. Ich habe das oder jenes Problem, mir wird sofort geholfen. Die App ist zuverlässig, funktioniert tadellos. Und ich weiß, wenn die Batterie kaputt ist, bekomme ich am selben Tag, wo ich dorthin fahre, zu mir fahre oder zu Götz fährst, einen 1:1 Austausch und danach wird geguckt. 5 Jahre Garantie. Auch bei Bultron ist der Service sehr gut. Das heißt, da rufe ich an, schicke die Batterie ein. So wie sie dort ankommt, haben die Jungs einen Tag Zeit, diese wieder in Ordnung zu bringen. Und dann kriege ich das Thema wieder zurückgeschickt und ich kann es dem Kunden wieder einbauen. Wobei man hier schon sagen muss, er muss ein bisschen warten. Hier haben wir die Thematik, da kann ich nur per E-Mail kontaktieren, leider telefonisch immer sehr schwierig. Aktuell eine gute Batterie, aber das ist für mich zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, auch von meiner Seite aus, ist für mich ein Beispiel, wo ich sage, das sind Punkte, wo ich viel wichtiger halte. Denn wenn ich eine Dauerstromentnahme brauche, die höher ist, wie das, was die drei können, in der Regel verbaue ich ja dann nicht nur eine 100 Amperestunden, sondern ich verbaue dann halt 2 Lithium-Akkus mit je 200 Amperestunden. Dann habe ich nämlich 200 Amperestunden, weil es macht eh keinen Sinn, aus einer 100 Amperestunden mit einem 3000 Watt Wechselrichter oder mit einem 2000 Watt Wechselrichter 140 Ampere daraus zu ziehen, weil dann ist die ja in Null leer. Also das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also wenn, dann brauche ich ja mehr Kapazität und dann teile ich einfach, dann nehme ich 2 Akkus davon und schon habe ich 300 Ampere Dauerstromentnahme und dann ist das ganze Thema schon wieder gegessen. Also ihr seht schon, Dauerstromentnahme ist alles immer so ein relativer Begriff. Ich persönlich würde sagen, viel wichtiger sind andere Kriterien wie Dauerstromentnahme, weil man kann das ganz einfach in eine andere Richtung regeln, indem ich dann einfach 2, 3 oder 4 Akkus verbau, je nachdem, wie viel Kapazität ich haben möchte. Und schon habe ich unendlich Dauerstromentnahme. Und wenn ihr überlegt, bei 3x100 Amperestunden Akkus könnte ich rein theoretisch 450 Ampere dauerhaft aus den Akkus rausziehen. Also mit keinem normalen Wechselrichter überhaupt mehr möglich. Also Quatsch. Für mich sage ich nochmal, wichtig, Bedarfsanalyse, wie lange möchte der Kunde stehen, was möchte er erreichen und danach richten wir die Akkugröße aus, ob er mit 200 Ampere, 150, 200 Ampere, 300 Ampere, 400 Ampere Stunden klarkommt. Danach richtet sich dann auch die Größe der Wechselrichter, was möchte er damit betreiben, möchte er E-Bikes laden, will er einen Kaffeeautomat betreiben, möchte er ein Kombigerät haben, weil er die Landstrombegrenzung braucht, ganz wichtig, dann kann man das alles natürlich dementsprechend tun. Wenn er sagt, nee, ich brauche keine Landstrombegrenzung, weil ich möchte mich nie an die Steckdose stellen und auf Campingplätze fahre ich auch nicht, dann ist das auch wieder Quatsch. Dann
braucht er natürlich eine große Solaranlage eventuell oder einen richtig anständigen Ladebooster, weil er viel Touren fährt und. Also da gibt es ganz viele Varianten und Möglichkeiten. Und ich wehre mich so ein bisschen dagegen zu sagen, pauschal, du brauchst das Dach voller Solar, du brauchst unbedingt den größten Wechselrichter und du brauchst unbedingt alle möglichen Batterien. Totaler Quatsch. Und da bin ich wirklich lieber auf der Größenordnung zu sagen, lieber Kunde, was brauchst du? Dann, was möchtest du erreichen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und daraufhin erarbeiten wir ihm dann das dementsprechende Konzept mit Solar, Lithium, Wechselrichter, was er alles möchte. Morgen zum Beispiel, da können wir mal gerade hintergehen in unsere Werkstatt, kommt ein Kunde mit einem Fahrzeug. Da haben wir auch ein bisschen dran gearbeitet. Haben wir schon länger her, haben wir Beratung gemacht und auch die Analyse betrieben. Er möchte eben definitiv ein E-Bike damit laden. Darum haben wir uns hier entschieden für einen 600 Watt Wechselrichter, weil das reicht vollkommen aus, wenn er zwei E-Bikes zusammen laden will. Auch das geht mit diesem Wechselrichter. Dann haben wir uns entschieden für ein Victron Ladebooster, 30 Ampere. Und dann kriegt er ein noch Ladegerät für Lithium, Netzvorrangschaltung entsprechend. Und das haben wir alles hier sauber verabredet, weil er eben für ihn wichtig war, dass er seine Bikes laden kann. Und da er eben keinen einzigen Booster hat, war es ihm wichtig, dass wir hier einen Booster verarbeiten, der eben schnell die ganze Geschichte wieder lädt. Wobei wir da auch schon drüber gesprochen haben, dass der 30er natürlich von Victron immer wegen, ich sage jetzt nicht schwach auf der Brust, ist ein tolles Gerät ist, aber ich bin natürlich mittlerweile so ein bisschen der Fan vom Götzheim Booster, weil der natürlich eine ganz andere Hausnummer hat. Ja, und dann kriegt er nur eine 200 Amperestunden Lithium-Batterie von der Firma Liontron, weil auch er eben nur einen 600 Watt Wechselrichter hat. Also er kommt mit 150 Ampere Dauerstromentnahme 100 Mal klar. Und ich finde es ein bisschen auch solche Aussagen, wo man immer wieder hört oder wo andere dann auch tätigen, eine Dauerstrom, alles was unter 200 Amperestunden Dauerstromentnahme ist alles Schrott, ist nicht fürs Wohnmobil geeignet. Also sorry, finde ich auch einen totalen Quatsch, weil es doch immer wichtig ist, was ich effektiv damit betreibe. Wenn ich keinen Wechselrichter im Fahrzeug habe, dann ist es überhaupt kein Quatsch. Und wenn ich einen kleinen Wechselrichter habe, wie jetzt hier mit 600 Watt, ist es auch kein Quatsch, weil ich kriege da nie mehr wie 100 Ampere oder 80, 90 Ampere überhaupt aus der Batterie raus, weil der Wechselrichter gar nicht mehr kann. Also das ist alles, man muss da immer so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und immer bei der Wahrheit bleiben, finde ich. Also was heißt bei der Wahrheit, aber immer bei der wirklichen Kundenberatung und den Kunden wirklich ehrlich sagen, Mensch, du brauchst das, weil du möchtest das erreichen, dann kann man ja alles errechnen, ist ja überhaupt kein Problem. Und da kommt man ganz einfach auf die Zahlen, wo man dann effektiv braucht. Und wenn ich mehr brauche wie 150, dann kann ich natürlich eine 200 Ampere Entladungsmöglichkeit nehmen. Oder eben dann ich nehme dann zwei Akkus, dann bin ich ja schon bei 300 und dann sind wir da wieder total safe und dann geht es auch wieder. In dem Sinn haben wir das auch mal besprochen. Also ganz wichtig, wie gesagt, ist effektiv immer die Bedarfsanalyse, weil auch da habe ich schon mit Kunden gehabt, macht ja auch keinen Sinn, ihm das Dach voller Solar zu klatschen, wenn er der größte Schattenparker ist oder ganz andere Campinggewohnheiten hat.
dann macht ein anständiger Ladebooster in der Kombination mit einer Solaranlage und dann dementsprechend ausgestattet ja wesentlich mehr Sinn wie 700 Watt Solar und ohne Booster. Also das ist immer so individuell zu sehen, was jeder möchte, was jeder braucht, weil jeder hat ein anderes Campingverhalten. Der eine fährt 3 Wochen auf demselben Stellplatz und der nächste fährt nur 2 Tage dorthin. Und vorgestern hatte ich einen Kunden zum Beispiel, der steht des Öfteren im Wald oder mal versteckt oder keine Ahnung wo. Da bringt der Solar dann auch nicht viel, ne? Also da lieber dann einen anständigen Booster hingemacht. Also, Bedarfsanalyse, immer ganz wichtig. Jo, was haben wir hier? Der Detlefs, der ist so gut wie fertig. Dem verpassen wir morgen noch, das habe ich euch aber ja schon gesagt, den Maxvan. Wir haben da schon die Hubstützen verbaut, die sind fertig, die funktionieren astrein. Da haben wir den Maxvan schon gemacht. Die Hubstützen sind drin, hier sehen wir es, die funktionieren. Ich muss ihn nicht wieder vorführen, haben wir ja erst gehabt. Und da werden wir morgen drüber machen, da haben wir den anderen Kunden noch. Das werde ich euch mal, da werde ich euch auf alle Fälle mitnehmen. Und ja, dann geht die Woche morgen wieder los. Da haben wir wieder einen Haufen zu tun und da freuen wir uns schon drauf, weil ja, das ist einfach immer toll, wenn dann die Kunden kommen und wir können hier fleißig schaffen. Die ganze Woche ist schon wieder richtig voll, macht richtig Spaß. Jo, in dem Sinn wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag. Genießt das Wetter, tut er wahrscheinlich alle grad. Tolles Wetter ist heute, Sonne scheint, absolut top, schön warm. Und ich werde jetzt auch nach Haus fahren und auch nur ein bisschen die Sonne genießen und den Grill anschmeißen. Ich wünsche euch alles Gute. Über ein Like würde ich mich natürlich freuen. Über ein neues Abonnement natürlich auch. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich bei euch dafür. Und in dem Sinn, liebe Grüße aus Dingespül. Macht es gut. Bis bald. Tschüss.